Hallo Leute, weiter geht's bei Ukulele. Im letzten Part haben wir hier bei Rextro unsere ersten beiden Pages dieser Welt abgestaubt. Und warum steht jetzt hier noch eine von deiner Sorte? Das verstehe ich nicht. Aber gut, sag ich mal, was sollst du denn? Wir haben ja was Neues freigespielt beim letzten Mal. Und, wow, wir haben schon ultra viele. Jäger. Funktioniert nicht. Sammle Federn mit Yukas Echsenpeitsche. Wäre interessant. Energiebündel. Energieleiste füllt sich schneller. Das wäre halt schön. Mächtiger Kumpelkracher. Wohllaufer. Verbraucht weniger Energie. Zusätzliche Gesundheit von Schmetterlingen. Sturzsicher ist halt immer noch das Beste, glaube ich. Ja, wir behalten das. Dann gehen wir mal hier rein. Halt, aber wir nehmen natürlich alle Federn mit. Das hier ist jetzt bestimmt ein Teil, der erst da ist, seit wir die Welt erneuert haben. Erneuert meine ich. Laserrisiko. Ne, nicht erneuert, sondern erweitert. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Oh Gott, der Typ sieht traurig aus. Angst! Den lassen wir mal noch da. Was ist denn dein Problem hier? Sei nicht traurig. Oh, hey, nur für Mitarbeiter. Liest denn niemand das Schild, hä? Sorry, wir sind einfach den Federn nachgegangen. Wenn ihr schon mal hier unten seid, könnt ihr mir auch einen Gefallen tun. Ihr seid nicht die einzigen Eindringlinge hier und heute. Schafft mir diese Kartenkreaturen im Generatorraum vom Hals. Dann gibt es eine Belohnung. Wir arbeiten grundsätzlich nur gegen Pages im Voraus. Ich habe keinen Pagey. Aber ihr könnt ein paar Casino-Gewinnmarken haben. Wenn ihr die Kreaturen platt macht. Wie sieht's aus, hä? Ja klar, gib her. Wir helfen. Aber sonderlich sicher sieht es da drin nicht aus. Oh ja, ich hätte den Riesenlaser erwähnen sollen. Auf den müsst ihr aufpassen. Ich mache euch mal die Tür auf. Den Riesenlaser, na klasse. Kann mir was passieren, wenn ich unsichtbar bin? Eigentlich ja nicht, oder? Allgemein kann mir hier nichts passieren. Moment, die Feder da nehme ich mit. Oder die beiden Federn. Bevor ich die hier... Was zur... Wie komme ich da ran? Und? Nein, shit. Ah, gut, habe ich. Okay. Ja gut, jetzt muss ich die bestimmt so zu... Fuck! Ich will schon zuerst hier diesen machen. Und raus! Das war nicht so gut. Und raus da! Da kommen immer mehr, oder? Habe ich noch irgendwo einen Schmetterling? Nö. Kommen die wieder irgendwann? Oder muss ich jetzt wirklich warten? Oh Gott, das wird ein Hauptspaß. Hallo? Komm schon. Einer habe ich nicht gekriegt. Einen. Ja, scheiße. Verdammt. Ja, ich brauche echt zu viel Zeit immer. Wenn hier keiner in der Ecke ist, kann ich mir Zeit sparen. Nein! Oh, komm schon. Jetzt habe ich die falschen Tasten gedrückt hier. Nee, nicht in die Ecke gehen. Kommt hierher. Nicht da in die Ecke gehen. Ja, ich habe ja verstanden, was ich machen muss. Nee. Wenn ich alles so dermaßen verteile, werde ich die nie kriegen. Nee, das klappt so nicht. Ich kann mich nicht einmal komplett drehen. Das geht nicht, glaube ich. Aber es ist... klasse. Ich muss es versuchen. Oh, Menu! Komm! Na, was? Fuck, ich habe mich in die falsche Richtung gedreht. Aber jetzt sollte es reichen. Raus da! Hä?
Die sind doch jetzt alle weg. Wie viele davon muss ich noch platt machen? Na also, mein Gott. Gerade noch rechtzeitig. Der Boss wollte schon ein riesiges Toilettenpapierhalter aus mir machen. Hört sich nach schmutziger Arbeit an. Okay, ihr habt euch eure Gewinnmarken verdient. Kümmert euch jetzt um die Probleme anderer Leute, okay? Okay, das war jetzt ein bisschen knapp und ein bisschen seltsam. Vielleicht muss ich auch einfach nur eine bestimmte Anzahl von den Gegnern erledigen. Das kann auch sein. Aber gut, ein paar leicht verdiente Spielemarken. Bin ich eigentlich bald mal einmal im Kreis gelaufen hier? Ist halt alles so riesig. Ja, bin ich. In der Tat. Wow. Lass mich in Ruhe. Wo bin ich hier? Ach so. Shit, wollte ich nicht. Okay, Typ. Gib mir mal ein paar Pages hier. Was ist denn los? Her damit. Hey, Bankhalter. Wir haben jetzt wohl genug Gewinnmarken. Ja, sieht so aus. Da, nehmt euren Gewinn. Tatsächlich. So viele Pages auf einmal. Pagey-Zeit. Okay, schön. Schön. Dann kann ich mich jetzt hier noch anderweitig umsehen, nehme ich an. Super. Hat doch alles gut geklappt bisher. Gehen wir jetzt mal in die Mitte hier. So, ihr Typen, ihr nervt. Oh, wieder dieser verkackte Roboter. Überhaupt kein Fan von dem. So, wo kann ich denn irgendwas machen? Nicht immer ganz so ersichtlich, ja. Geht mir aus dem Weg hier. Ups. Nun gut. Hier kann ich nach oben gehen. Sehen, was wir hier haben. Da unten muss ich... Das sind sehr komische Statuen hier. Oh mein Gott. Da unten sind Federn, ich hab's gesehen. Ja, okay, lass mich da runter. So, gib mir das. Und dann laufen wir mal ein bisschen umher. Erstmal hier außen. Dass halt die Blase nicht einfach irgendwann aufgebraucht ist, ist ja cool. Wobei, doch, irgendwann geht sie, glaube ich, kaputt, oder? Bin mir jetzt nicht mal sicher. Auf jeden Fall kann ich die ultra lange benutzen und das ist halt fantastisch. Ist schon fast gecheatet hier, aber nur fast. Man rutscht hier ein bisschen umher. Neue Blase bitte. Danke. So. Da in der Mitte ist bestimmt noch was. Ja, es war so klar. Was ist jetzt hier? Ah! Ha! Autsch. Ich nehme mir keinen Fallschaden, ist alles gut. Aha, das ist ja mal cool. Okay, jetzt muss ich das bestimmt ein paar Mal machen hier. Damit ich alle Federn bekomme. Gut. Wow. Autsch, das könnte alles ziemlich schmerzhaft werden. So, aber noch einmal. Dann werde ich es hoffentlich haben. Und... Whee! Verdammt. Runter da bitte. Ja, ich will die Federn jetzt. Unbedingt. Blup und... Whee! Ja, geht. Wow! Und wieder auftauchen. Gut, ansonsten war das irgendwie für nichts gut. Kann das sein? Wo bin ich jetzt hier hochgekommen? Irgendwo hier drüben.
oder? Ja, hier drüben. Dann möchte ich gerne mal darüber gehen. Da sieht es nämlich auch nach Spiel und Spaß aus. Es hat gerade geleckt, warum? Gib mir das. Dann gib mir das. Ich sagte, gib mir das. Dann gibst du mir bitte das hier. Dann hätte ich noch gerne diese drei Federn hier. Ja! Ah, von diesem Chip aus. Achso. Hätte ich dann auch anders erreichen können, scheinbar. Nun gut, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Von da drüben. Machen wir! Und hier gibt es ganz bestimmt wieder ein sagt mir, so ein Katos-Spiel. Oh nein, und die werden ja immer heftiger. Bin ich überhaupt kein Fan von, dass es in jedem Level so eines gibt. Übersehe ich hier irgendwas? Irgendwas übersehe ich hier gewaltig scheinbar. Da muss es irgendwo einen Schalter geben oder irgendwie sonst was. Oder hier drauf, eine Stampfattacke? Nee. Hä? Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Naja, gehen wir erstmal weiter. So, gib mir das noch. Warum hast du wieder Hosen auf dem Kopf? Gib mir die Hosen, ich brauche die. Für einen Schneemann, ja. Frag nicht. Da hinten. Da war diese Dr. Puss. Ja, nicht wegen Dr. Pussy, nee. Dr. Octopus. Noch so ein Schweinetyp. Nicht jetzt, Bauer. Ich bin auf offizieller Rittermission unterwegs und brauche keine Hilfe von gewöhnlichen Äxten. Ja, dann halt nichts. Sehr gut. Lass mich raten. Hier bei dieser Maschine kriege ich das Teil da. Da oben sind noch Federn, muss ich mir merken. So, wie gesagt, lass mich raten. Hier bekomme ich das Molekül. Ich finde es gerade irgendwie eine echt coole Idee, das Ganze hier so aufzubauen. Dass ich hier alles mit Minispielen machen muss, quasi. Das ist halt echt cool. Was? Oh nein! Spiel, was ist denn los mit dir? Komm schon. Und jetzt! Danke. Dann nach dem Apfel. Ja, nach dem Apfel. Was auch immer das ist, und zwar jetzt. Dann dreht es sich wieder so rum und es kommt wieder nach der Banane. Jetzt! Es war so klar! Es war halt so klar. Das finde ich cool. Ja, ich finde es ja allgemein cool, dass man das, was man braucht... shit. Geh weg! Wow. Wie soll ich da hochkommen? Hier bei... Hä? Moment mal. Kann ich irgendwie auf deine Maschine rauf hier, Dr. Puss? Gar nicht. Weiß nicht, ob das so gedacht ist. Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber... Wir machen es einfach so. Shit. Nee, ich komme da nicht hoch. Kacke. Na gut, verwandeln wir uns mal. Okay, ich muss zuerst mit Dr. Puss sprechen. Sag mir was. Du schleppst doch immer diesen Laser mit dir rum, Doc. Ich dachte mittlerweile, wärst du auf ein kleineres Modell umgestiegen. Oh, da hast du recht. Es wartet noch eine Menge Arbeit. Und noch immer ist dieser grauenhafte Capital B auf freiem Fuß. Apropos, ich habe einen großen Durchbruch bei meinem unglaublichen Denator gemacht. Meine nächste Transformation ist einfach spektakulär. Habt ihr das Molekül dieser Welt schon gefunden? Natürlich. Wir haben das Ding, Doc. Lass uns wissenschaftlich. Lass uns wissenschafteln, ja. Erstaunlich. Stell dich einfach vor meinen Denator. Okay, okay, okay. Werden wir tun. Ich bin gespannt, was aus uns wird.
und was aus uns wird. Erfahren wir erst beim nächsten Mal, denn das war's bei der Titel für heute mit Yuka Lai Lee. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!